Hallo und willkommen auf dieser Videoplattform. Ich bin heute auf eine kleine Wanderung aufgebrochen. Hier neben dem Weg hat es zwar noch etwas Schnee und Eisreste. Das war hier vor einer Woche bereits deutlich mehr. Da war alles weiß angezuckert und es hatte eine herrliche Winterlandschaft. Heute windet es sehr stark. Und das ist ein warmer, föhniger Wind, der führte dazu, dass die weiße Pracht schon wieder dahingeschmolzen ist. Richtig herrlich hier. Auf diesem kleinen Teich hat es eine dünne Eisschicht. Und mit jedem Windstoß, der hier hereinkommt, drückt es hier das Wasser über den Schweller. Ich bin hier an einem größeren Teich. Und so wie es aussieht, ist der Teil abgelassen. Also da sieht man den Teichgrund da vorne, die blanke Erde. Ja, hier windet es stark rein und ich werde mir dann im Anschluss ein windstilles Plätzchen suchen und zu kochen beginnen. Ja Freunde, was hier natürlich äußerst ungünstig ist, das ist der Fakt, dass es hier Moorböden hat. Also hier ist es sehr, sehr weich, stellenweise drückt das Wasser heraus und stellenweise ist auch der Boden gefroren. Allerdings für einen Spirituskocher, wo auch mal was überschwappen kann, ist das suboptimal. Ich habe vorhin die Gegend durchstöbert, allerdings keine Steine oder irgendwas anderes gefunden, was halbwegs feuerfest ist. Darum habe ich hier diese Äste untergelegt. Und ich hoffe natürlich, dass hier nichts überschwappt und wenn, dass der gefrorene Boden da nicht gleich Feuer fängt. Schauen wir mal, ob das klappt bei dem Wind. Ja, hat bereits gezündet. Ich habe hier Wasser im Topf und nachdem Carlos schon zweimal von einer Würstel-Challenge gesprochen hat, dachte ich mal, ich schließe mich hier an und werde das auch mal versuchen. Der Jahreszeit entsprechend habe ich hier etwas schwarzen Tee mit und ich werde mir hier einen schönen Tee mit einem Schuss Rum bereiten. Da kommt Zucker rein und eben ein wenig Rum als Geschmacksverstärker. Ja, der Zucker und der Rum sind drinnen. Prost! Boah, zuckersüß mit herrlichem Rumaroma. So lässt sich's aushalten. Ja, hier dampft schon langsam aus dem Topf. Ich werde hier den Regulierring drauf geben. So gut es eben geht, weil die Weißwürste, die platzen gerne auf, wenn es zu heiß wird, das Wasser. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht, auf diesem weichen Mooshügel, als Unterlage die Bundeswehr-Elefanten hat und eine Wolldecke, damit es nicht kalt wird, am Hintern. Ja, hier ist der gesamte Rucksackinhalt verstreut, die übliche Unordnung. Und hier dampft es schön langsam. Ich denke, ich kann die Weißwürstel dann schön langsam probieren. Ja, Freunde, bevor es hier losgeht mit der großen Fresserei, vielleicht ein paar Worte zur alles entscheidenden Frage: Welches Messer ist am Start? Also ich habe hier heute ein
kleines Laiol mit dabei. Billigausgabe, aber für eine kleine Mahlzeit echt super. Ja, ich bin ja hier im Wolfsgebiet unterwegs und ja, ein solches Messer und Wölfe. Darum gibt es selbstverständlich ein Backup, das ich immer in der Hosentasche habe, nämlich dieses wuchtige Victorinox aus der, ich denke, Alox-Serie heißt das. Ja, nachdem 2 ist 1 und 1 ist keins ist, was ist noch mit dabei im Rucksack als Geheimwaffe bei einer Wolfssichtung? Da ist was in diesem Beutel drin. Ich werde es jetzt nicht auspacken, denn ich denke, jeder weiß, wie Klopapier aussieht. Denn wenn man einen Wolf sieht und dann die Hosen voll hat, dann nützt einem das sicherlich mehr als jedes scharfe Messer. Meine Weißwürstel sind fertig. Ich lasse mir die dann schmecken. Also dazu gibt es Weißbrot. Original wäre eine Bierbrezen, die hat es allerdings nicht mehr gegeben beim Bäcker. Dafür dieser original bayerische süße Senf und ich lasse mir das jetzt schmecken. Mahlzeit. Ich habe hier bereits die Haut runtergeschält und 2 Hälften. Boah, gut. Das mundet wirklich. Hier diese kleinen Dinger, die nennen sich bei uns Teewürstel. Das sind also geschrumpfte, ja, Frankfurter oder Wiener, wie man immer die bezeichnen möchte. Und hier das Flüssige ist eine Chilisauce und das Hellbraune eine Pfeffersauce und ich lasse mir das jetzt schmecken. Die Pfeffersauce macht sich einmalig mit diesen Würsteln. Ja, die Chilisauce hat natürlich Pep, also. Mein Sitz hier war super bequem, also sehr zu empfehlen, obwohl der so rudimentär aussieht. Und ich habe alles aufgegessen, selbstverständlich. Ich bin hier schon am Zusammenräumen, Zusammenpacken. Und an der Stelle, wo der Spiritusbrenner stand, da sind sogar noch die Schneereste zu sehen, also kein Problem. Die Stöckchen habe ich hier unter dieser Fichte verteilt und ja, da vorne, da ist die Sonne bereits hinterm Hügel verschwunden. Ich werde jetzt eifrigst einpacken und abdampfen hier. Hier pfeift der Wind durch die Baumkronen und da biegen sich die Stämme dieses herrlichen Hochwaldes. Hier im Hintergrund hat es ein perfektes Abendrot, ja, beinahe perfektes. Ich möchte mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Von meiner kleinen Würstel-Challenge mit meinem üblichen Appell. Geht's raus, bleibt's nicht zu Hause sitzen, denn diese Videoplattform ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal. Vielleicht ein paar Worte zur Wahl der Waffen sozusagen. Was habe ich mit dabei hier im Würstelgebiet zum Schneiden der Wölfe?